Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play. Najji hat Achievement mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich möchte euch ganz gerne nochmal mit einem fröhlichen Assalamualaikum begrüßen. Wir haben ein paar Vorbereitungen getroffen, um eventuell zu westernisieren. Wir müssen mal gucken. Ich muss mal gerade wieder einen Tag weiter ticken lassen. Ja, Bengalen hat das Recht auf Militärzugang aufgekündigt. Toll. Wow, so viel Aufruhr. Müssen wir mal gleich gucken. Wie sieht's denn geldmäßig aus? Vielleicht müssen wir da warten, bis der Monatstick rum ist. Vermutlich. Machen wir das nochmal. Den einen Monat können wir abwarten. Na komm. Okay, und da ist dann schon einiges an Revoltenrisiko wieder weg. Hervorragend. Die Briten machen einen Kolonialkrieg. Wir haben 3 Kröten momentan. Wir finanzieren momentan alle unsere Festungen voll. Da warten wir noch Sekündchen. Die einzigen, die ich momentan voll finanzieren wollen würde, wären die an der Grenze zum Osmanischen Reich. Und da würde ich eigentlich auch ganz gerne noch die ein oder andere Festung hinpflanzen. Jetzt mal gerade schauen. Kann ich die upgraden? Ja. Okay, das sieht doch mal nach was aus. 400 Kröten kostet das. Oh, das mache ich. Erstmal alle, die so direkt angrenzen. Schön. Dann haben wir diese Festungen, die wir auch upgraden werden. Wie sieht das hier unten aus? Hier unten haben wir ziemlich viele. Ich glaube, die brauche ich nicht alle. Also die brauche ich, glaube ich, nicht. Und die brauche ich, glaube ich, auch nicht. Und die finanziere ich noch, weil ich hier in Bälde mit einem Aufstand rechne. Dann wäre das ganz gut, weil wir kontrollieren ja hier so mehr oder weniger das gesamte Umland. Wie sieht das hier aus? Hier mache ich gerade einen Kern. Du kannst natürlich auch schon mal da hochgehen. Warum hast du Festungseinfluss? Das verstehe ich nicht. Ach so, das ist noch... Ja, ja, okay, gut, das war noch drin, alles klar. Schön, baue ich vielleicht hier sogar irgendwo eine Festung hin? Wäre jetzt eigentlich auch nicht das Schlimmste, ne? Was kostet denn so eine Billigfestung? 231, dann sind wir quasi genau bei 0, ne? Naja, die Frage ist halt, kriegen wir hier irgendwann mal Aufstände? Momentan ist es eher unwahrscheinlich. Okay. Wir müssen Persien noch ein bisschen verzücken. Wir werden aber jetzt erstmal ganz viele Ansprüche auf Bukhara fingieren. Die möchte ich gerne als nächstes angreifen. Die sind ein ganz dankbarer Gegner. Ich brauche auf jeden Fall hier das ist mal ein Kuduk. Da würde ich gerne fingieren. Ja, und halt alles, was geht. Bukhara hat momentan keine Verbündeten. Da können wir nochmal gut Provinzen abgreifen. Und da können wir nochmal ein bisschen zuschlagen. Ja, ich überlege tatsächlich momentan zu verwestlichen. Ich hätte eigentlich nur eine Beleidigung raushauen sollen an Rivalen. Wir können auch theoretisch mal gucken, ob wir Rivalen wechseln können. Oh shit, jetzt ist er erstmal 31 Tage unterwegs. Das ist natürlich auch geil. Okay, dann zeigen wir mal kurz. Wir könnten theoretisch wechseln, glaube ich. Ming vielleicht? Wir könnten Malwa nehmen. Kostet 100 Diplo. Ist insofern besser, weil Malwa halt unser Nachbar ist, im Gegensatz zu Ming. Wir nehmen mal Malwa. Und dann werden wir gleich mal das Embargo aufheben, wenn unser Diplomat wieder da ist. Ja, bitte senden. Oh Gott. Es dauert so ewig. Oh, du meine Güte. Da wäre jetzt tatsächlich auch mal eine Verkürzung der Reisezeit Gesandter sinnvoll. So, schauen wir mal hier. Also, Tunesien tritt Bizerte und Djerba an Neapel ab. Tunesien verzichtet auf seine Ansprüche hinsichtlich die Balearen. Tunesien wird alle Verträge mit den Ottomanen kündigen. Yes! Das ist ziemlich geil. Das heißt, bevor die diese Verträge kündigen, fressen wir uns hier einmal schnell durch Richtung Marokko. Wir haben Soldaten irgendwo stehen. Du kommst bitte mal ganz flott hier rüber. Wo habe ich denn noch welche stehen, die ich
jetzt abziehen könnte. Ups. Theoretisch gehen die auch noch. Das reicht auch eigentlich. Schon ziemlich gut. Pleskau hat mit der Verwestlichung begonnen. Okay. Dann brauchen wir nur noch einen Krieg gegen Tunesien anfangen zu können. Oh, scheiße. Er läuft durch dieselbe Provinz. Ah, doch nicht. Okay, puh. Hast du kein Manöver? Doch, hat er, ne? Kannst du nicht irgendwie einen Anführer nehmen? Wer ist hier drin? Nasir? Nimmst du Makan? Ach, scheiße, ich habe eine Waffenstütze mit dem. Fuck, Mist, Dreck, Kacke, oder? Nee, warte, halt. Nein, ich habe gar keinen Waffenstütze mehr mit denen. Ha! Oh ja, Eroberung von Ghadames. Das ist das Ding hier, ne? Hä? Hey. Ich glaube, wir schlagen direkt zu. Ich komme nur nicht an Lakwat vorbei. Das heißt. Oh shit. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bam. Und. Nee, Berber-Tradition ist scheiße. Berber-Tradition ist kacke, Junge. Wir können theoretisch nur die nötigsten nehmen, aber das wird auch ein teurer Spaß. Schauen wir mal gerade. Also hier 18. 36. 54. 61, 91, 141, 191, 198, 228, 258, 265, 268, 300, 334. Okay, ich habe mich irgendwo verrechnet, ich weiß es, aber so um den Dreh rum könnten wir es uns ausmalen. Okay, 7, 17, 24, 24, 31, 39, 47. Es haut gerade so hin. Du bist verbündet mit Mesev und Songhai. Okay, gut. Ja. Und dann fressen wir uns nur hier so südlich durch Marokko durch. Also wir fressen gar nicht alles von denen, sondern wir wollen ja nur, wir wollen hier runter Richtung Timbuktu. So, und hier wollen wir uns dann ein bisschen ausbreiten. Halte ich auf jeden Fall für die sinnvollste Variante. Okay. Wie lange habe ich den Kriegsgrund noch gegen dich? Bis 52. Ich könnte Krieg theoretisch jetzt schon erklären und dann nochmal irgendwo einen Anspruch fingieren. Das ist aber eigentlich irgendwie auch Quark. Wir verbessern derweil dann nochmal die Beziehungen mit Persien. Da geht auf jeden Fall noch was. Ich wittere fette Beute. Na komm. Achso, das geht. Hä? Moment. Sekunde. Ah, da ist meine Stoppuhr. Ja. Gib mir die Stoppuhr. So. Ich muss gucken, wie lang der Part wird. Hehe. Hab ich schon wieder vergessen. Warte mal, da war schon eine Armee. Oh fuck. Kranker Shit. Hab ich total vergessen. Nasch hält einen Anspruch auf Mewa. Jo. Haben die rasputische Tradition. Und regionaler Adel. Das ist der Oberscheiß, ne? Aber gut, wir könnten theoretisch stärker gegen Malwa vorgehen. Stimmt, vielleicht machen wir das gerade noch. Geben denen noch ein Embargo. Schicken noch eine Beleidigung raus. Hier Embargo verhängen. Das brauchen wir. Und dann müssen wir den Bachmanis noch eine Beleidigung schicken.
Weil ich mit denen nämlich keinen Waffenstillstand habe. Und momentan keine Verbündeten und nix. Es sind sunnitische Provinzen, das ist hervorragend halt, ne? Okay, du gibst mir hier ein bisschen Saft auf die Festung. Das könnte doch was werden. Turnier sind sowieso total im Eimer. Die hängen mega in den Seilen auf jeden Fall. Unser Agent in Bukhara wurde entdeckt. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Wir hauen einen Krieg raus. Wir kriegen minus 16 Pietät. Ist, okay. Geht. Einer hier hin. Einer hier hin. Und jetzt müssen wir schauen. Wir verteilen mal unsere Truppen gerade ein bisschen. So lauft ihr jetzt mal bitte. Ein Mannstärke in Bakar. Für 60 Dukaten 2 Basismannstärke. Nehmen wir das. Okay, dann ist unser Diplomat zurück. Ja, wir müssen hier unsere Beziehungen gut halten, auf jeden Fall. Ah, wir haben ein paar Kernprovinzen gekriegt. Wir haben einen Agenten, der aus dem Mahn entdeckt. Und eine Revolte bei euch ist ausgebrochen. Lauf mal da runter. Wir könnten Herat ein bisschen besser. Ja, wir könnten Herat ganz gut bekommen. Obersind, Umakot, Niedersind und Bakar. Also wir müssen Bakar und Obersind. Da müssen wir hin. So, dann bist du auf jeden Fall nach ihm da. Dann kriege ich da wenigstens keinen Verschleiß. So, ich muss mal gerade gucken. Herat? Ach, das ist nur so ein Timuriden-Ding. Machen wir mal schnell. Ja, okay, gut. Da brennt es dann ein bisschen, ne? Da müssten wir eine Armee draufstellen. Also nehmen wir die wahrscheinlich. Achso, ich hatte die schon so verteilt, ne? Wegen den Dingis hier da. Ach, ja, ja, okay, gut, das geht. Aber das ist eine Aufgabe, die kann man stemmen. Löst mal direkt hierhin weiter. Ratten hat der Mongolei den Krieg erklärt. Okay. Laufen wir hier hin. Na, sind so gut wie keine Truppen mehr am Start. Dann machen wir Folgendes. Weil hier ja gerade so der Verschleiß bounced, nehmen wir zweier Trupps. Laufen hier direkt mal weiter. Baden hat Ravensburg den Krieg erklärt. Ist Ravensburg keine Stadt mehr? Oder ist Baden Kaiser oder wie sieht das hier aus? Bürgermeister, sie sind nur eine freie Reichsstadt. Ähm,
Ja, Moment, Bayern ist Kaiser. Oh Gott, vier Kurfürsten. Also man muss sagen, in dem Patch hier, in der Version, die wir jetzt gerade spielen, ist das echt der Oberwitz. Naja, wobei insgesamt auch in der aktuellen Version ist das der absolute Oberwitz. Oh, wie witzig. Nationalisten kämpfen hier gegen die anderen. Krass. Okay. Ich überlege, ob ich eine Revolte der Sindh-Nationalisten auslösen will. Ja, mal gucken. Ah, mein Diplomat ist da. Hervorragend. Dann kannst du hier den nächsten Anspruch fingieren. Und zwar auf Kübschak. Hab ich schon. Nee, geht nicht. Hä? Was? Das da ist ein lustiger Name. Das ist witzig mit den Fragezeichen da drin. Das ist halt, wenn man die Deutschmod nicht drin hat, ne? Syngak, Gorgon. Ach, das ist wahrscheinlich, weil ich hier noch keine Cores habe. Ja, dann nehmen wir Alti Kuduk. So, du stehst schon hier in den Startlöchern. Nee, bitte so rum. Und die verteilst du mal gerade so. Stopp, wenn man es doch anders. Also halbe halbe, genau dahin. Wir machen das hier, ja doch, und dann nehmen wir die eine Hälfte und stellen die dann da runter. So, was kommt denn da jetzt? Dann nimmst du mal die drei Kanönchen. Schießen wir wieder rein. Und du läufst auch hier hin. Wie geht's hier unten weiter? Wann bist denn du da? Naja, okay, gut. Das Gute ist ja, dass sie jetzt erstmal auf jeden Fall außer Gefecht sind. So, und wie sechs Regimenter brauche ich da drin? So, dann schauen wir, dass wir hier alles schnell besetzen. Wie viele Truppen hast du noch? 2000, gut. Du lässt mal hier ein Regiment zurück. Kämpfen wir da mal gegen die Nationalisten. Es ist immer so lustig, wenn die Rebellen gegeneinander kämpfen. Okay, bei Politern sind wir jetzt bei 100. Stopp. Die Osmanen haben die Walachei annektiert. Okay, ich hoffe mal, dass wir jetzt schneller sind als Marokko. Und da eher zu Potte kommen. Naja, da haben wir schon die Mauern durchbrochen, das ist gut. Lass mich mal gerade überlegen, wo laufen wir am besten hin?
Ja, trefft euch erstmal da. Gut. Verbessere mir die Beziehungen mit Persien so, wie du noch nie Beziehungen verbessert hast. Und dann müssen wir überlegen. Ich hätte gern die Machtprojektion auf jeden Fall noch von Multan. Ja, Kant und Bachmanis. Bachmanis ist halt eklig. Ja, Kant ist theoretisch kein großes Problem. Da brauche ich halt aber auch mal ein paar Ansprüche drauf, bevor ich da was machen kann. Sonst bringt mir das nichts, da Koren zu wollen. Bachmanis ist natürlich, ja. Bengal, ja. Ja, Kant und Multan, auch das ist relativ groß alles. Ja, ich weiß nicht. Okay, ich hoffe auf ein schnelles Ende des Krieges. Wieder hoch nach Altin. Oder nach... Nee, warte, so weit brauchst du gar nicht laufen. Ich konvertiere doch gerade Herat. Stell dich da rein. 75% immer noch. Alleine hat mehr als 60 Grundsteuer, gibt schon 25% Freiheitsstreben. So krank. Trefft euch mal da drüben an der Küste. Wir können ja theoretisch noch ein bisschen ausplündern. Die Frage ist, ob wir es müssen. Ich habe eigentlich keine Lust, zu dicht an diese ganzen Mittelmeermächte ranzukommen. Ah, es läuft wieder. Stoppt den Vormer, stoppt den Günther. Wo wartet das? Ist eine Festung? Stopp den Günther, da, 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 da. Stopp den Günther, stopp den Vogel, stopp den Günther. Ja, es ist wirklich, das ist es wirklich. Gut. Ziehen unsere Truppen dann wieder zusammen. Oh, warum ist denn hier Tripolis frei? Machen wir ganz schnell dahin. Bei den anderen Regionen kann ich das ja noch irgendwie halbwegs verstehen, aber... Bukhara hat den Euratenkrieg erklärt. Krass. Wenn die wüssten. Aber es ist doof, wenn die denen mehr Provinzen abnehmen, dann wird das für mich wieder ein teurerer Spaß. Oh Gott, Du hast eine 0 gewürfelt? Okay, gut. Hauptsache keine 1. Wie stark ist die Garnison da drin? Verachtenswert. Okay. Lassen 10 Regimente drin stehen. Nur für den Fall des Falles. Fuck you! Kann nicht wahr sein. 100 Diplomaten ausgegeben und jetzt sind sie kein gültiger Rivale mehr. Und ich kann natürlich jetzt keinen neuen wählen, ne? Jetzt muss ich wieder Ming wählen. So eine Scheiße, ey. So eine verfluchte Kacke. Ah, Moment, stopp halt. Das könnte an den besetzten Provinzen liegen. Es könnte sein, dass ich sie nach dem Krieg wieder als Rivalen kriege. Dieses ganze System ist ja total verbaut und verbollert. Ja, lauft mal nach Jarba oder... Nee, warte. Lauft hier hin und davon läuft man gerade hier die Hälfte nach Jarba. Gut. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwie an seine Hauptstadt ran, aber das kriegen wir auch hin. Du
Figur hast einen Belagerungsskill. Ja, die Skills sind ja alle sehr, sehr ähnlich. So, wir vergleichen mal gerade. Schick die mal da hoch. So, dann haben wir da... ja, wir ziehen dann da gerade ein paar Truppen ab. Dann nimm die zwei Kanonen da runter. Dann gehe ich nämlich nachher mit der Armee da oben einfach da runter, ne? Muss ich nur gucken, dass die Truppe hier 7 Regimenter mehr hat als die. Also die Truppe 7 Regimenter weniger als die. So, dann sind es da drüben 10.000 zu 10.000. Und dann muss das ja jetzt eigentlich so reichen. Oh, das... Oh, Sus ging ja aber wahnsinnig schnell. Herrgott, Himmel hilf. Das war echt mega schnell. Dann kannst du eigentlich schon zurückkommen. Wenn ich jetzt Pech habe... Dann kriege ich Marokko nicht. Mein Mann, es hat Parsei als Rival bestimmt, okay. So, jetzt müssen wir gerade sagen, was ich hier falsch gemacht habe. Da sind 6 Regimenter zu viel drin. Also ihr seht, Mathe ist echt nicht meine Stärke. Mein Mann, es ist hier der endgültige Rival für Nasch. Ja, klasse. Du willst, dass ich... Der will, dass ich das Commonwealth als Rivale nehme, ne? Das... Ich weiß, ja, ja. Weißt du was? Mit mir nicht. So einfach mache ich es diesem Spiel nicht, mich fertig zu machen. Okay, die kriege ich schon mal alle. Also vasalisieren kann ich ihn nicht... Ich kann noch verlangen, dass er Algerien freilässt. Das hilft mir aber ein Scheiß. Ich könnte Algerien freilassen, es hilft mir aber auch nicht viel weiter. Weil ich bräuchte irgendeine Provinz hier. Und hier in diesem, in dieser Version des Spiels kann man halt noch nicht die Provinzen alle verlangen. Ihr seht also, das grüne Tentakel schlängelt sich weiter um Afrika. Sollen wir dann einfach hingehen? Wie viel Überdehnung habe ich momentan? Es müsste langsam recht niedrig werden, ne? Ja, machen wir Embargo aufheben. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich hätte es eigentlich drin lassen können, weil ich gehe ganz felsenfest davon aus, dass ich die wieder als Rival nehmen kann. Wenn ich hier meine Provinz, wenn ich hier fertig bin mit dem Krieg. So, Tunesien, Neapel, worauf hast du denn Ansprüche? Du hast keine Ansprüche momentan. Du bist also sehr anspruchslos. Ich könnte die noch mitnehmen. Ist alles sunnitisch, oder? Ja. Das sind halt alles Berber. Ah, nee, warte mal. Die sind algerisch, aber die haben auch Berber-Tradition. Ja, und wenn ich doch Algerien freilasse, wenn ich das Ding mitnehme, wenn ich das mitnehme... Und hier, dann könnte ich diesen Exploit benutzen, aber das wollte ich ja nicht machen. Das wäre natürlich sonst sehr billig, ne? Ist klar. Ich muss mal gucken. Es sollten schon so crappy billig Provinzen sein. Aber ich glaube, das sind die alle. Oh, außer die hier. Die sind teuer. 10, 15... 8, 6, die ist günstig. 11, die ist recht teuer. 6 ist auch recht günstig. 8, 16, 3, 3, 5. Ja, dann nehme ich die Küstendinger nur mit. So, sozusagen. Ganz knapp drüber.
Wie sieht das aus mit Ticking War Score? Der geht noch, da geht noch ein bisschen was. Also würde ich sagen, warten wir so lange. Wo sind deine lukrativsten Dinger? 11, 16 plündert momentan schon Marokko. Das ist schade. Dann plündern wir Dara und Konstantin. Ja, warte mal eine Sekunde. Haut nicht hin, Kollege. Okay. Embargo aufheben. Bahamas hat ein Embargo gegen mich verhängt. Ich hab den Kriegsgrund verloren, okay. Wir können wieder verwestlichen, was vorhin aus irgendeinem Grund offenbar nicht ging. Okay. Ich will noch ein bisschen warten. Ich will noch ein klitzekleines bisschen Macht auf Halle haben. Oh, und ich sehe schon, wir sind über der Zeit, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage mal, macht es gut. Bis dahin. Salam alaikum und Allahu Akbar. Tschüss.